Jetzt haben wir hier auch genug so vorher Anmoderation Rahmen gemacht. Jetzt ist es langsam Zeit, dass unsere politischen Forderungen gehört werden. Deshalb freue ich mich sehr, dass das politische Programm hier mit Michael Müller beginnt. Nein, nicht der Bürgermeister, sondern Michael Müller, der Bundesvorsitzende der Naturfreunde Deutschlands. Bitte schön. Hallo liebe Freunde, wir sind hier, weil wir Nein sagen zu dem Freihandelsabkommen. Wir sind hier, weil wir die Zukunft, sondern weil wir mehr Demokratie brauchen. Die Abkommen sind ein Angriff auf die Demokratie. Sie nehmen die Demokratie in die Geiselhaft der Märkte. Die Freihandelsabkommen sind nichts anderes als eine Fortsetzung der verhängnisvollen Deregulierungspolitik, die in den Finanzkapitalismus und in die Finanzkrise von 2008 geführt hat. Diese Abkommen haben nichts mit Freihandel zu tun. Der Freihandel will die nationale Souveränität behalten. Hier ist das Gegenteil der Fall. Es ist nichts anderes als eine Machtpolitik. Eine Machtpolitik im Interesse der Banken und Konzerne, ideologisch begründet von Experten, die auch den Finanzkapitalismus zu verantworten haben. Oder wie Max Weber es gesagt hat, Fachleute ohne Hirn und Herz. Aus folgenden Gründen ab. Erstens, wir wollen keine Wirtschafts-NATO. Die westliche Demokratie muss aufbauen auf Demokratie, auf Gerechtigkeit, auf Freiheit und nicht auf einer marktkonformen Demokratie. Zweitens, wir sehen mit Sorge, dass seit Jahren sich die Kräfteverhältnisse von Markt und Demokratie zu Lasten der Demokratie verschieben. Wir wollen keine privatisierte Republik. Wir wollen eine demokratische Republik. Die Verträge heben die nationale Souveränität aus. Die vorgesehene regulatorische Harmonisierung bedeutet, Umwelt- und Sozialdumping Tür und Tor zu öffnen. Bessere Gesetze würden leerlaufen, denn sie blieben für multinationale Konzerne faktisch bedeutungslos. Viertens, wir wollen keine Ausplünderung öffentlicher Dienstleistungen. Sie bleiben die unverzichtbare Voraussetzung für Chancengleichheit und für soziale Demokratie. Fünftens, wir wollen keine Paralleljustiz für internationale Konzerne. Mein Gott, die in der Politik sollten endlich mal begreifen, dass wir auch für die Demokratie und für die Parlamente kämpfen, die sie selbst entmachten. Die Entwicklungs- und Schwellenländer an den Rand drängen. Wir wollen keinen neuen Kolonialismus. Wir sind hier, weil wir eine nachhaltige Welt wollen. Aber in den letzten zwei Jahrzehnten ist nicht die Nachhaltigkeit, sondern der Finanzkapitalismus zum Weltmodell aufgestiegen. Wir sind hier, weil die Politik versagt hat. TTIP ist keine Brücke in die Zukunft, wie die CDU behauptet. Und wir haben und wollen auch keinen Bundeswirtschaftsminister, der zugleich für und gegen die Freihandelsabkommen ist. Dietmar Gabriel spricht von roten Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Aber sie sind längst überschritten. Deshalb, Bundeswirtschaftsminister Gabriel, sagen Sie endlich nein, das ist überfällig. Wir entscheiden, ob unser Jahrhundert ein Jahrhundert neuer Gewalt, erbitterter Verteilungskämpfe und sozialer Ausgrenzung wird oder ob es ein Jahrhundert der Nachhaltigkeit wird.
Deshalb müssen wir die kapitalistische Weltrevolution, wie der spanische Schriftsteller Montalbán sie nennt, endlich stoppen. Wir wollen eine faire, eine gerechte, eine solidarische Welt. Das ist die Welt der Nachhaltigkeit. Wir sind diejenigen, die auf der richtigen Seite sind. Und das müssen die hinter uns und neben uns endlich lernen. Danke, Michael. Wie müssen die Kapitalisten